Du brennst immer noch, aha. Wo geht's jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier dieser Raum muss doch irgendeinen Zweck erfüllen. Öffne mal die Tür. Vielleicht finde ich hier irgendeinen versteckten... Aha! Ich wusste es, dieser Raum ist nicht so einfach da, um da zu sein. Ziel auf die Klinke. Staub aufhören, so wird das nichts. Was würdest du vorschlagen? Ich bin sicher, wir finden hier irgendwo einen Brandbeschleuniger, den wir benutzen können. Okay, sieh dich um. Wir versuchen es weiter. Wenn wir es nicht schaffen, kannst du ihn braten. Mein Gott, Hähnchen. Bitte tun Sie mir nichts. Ich mache doch nur meinen Job. Warte, ich nehme erst die Muni, dann tue ich dir was. Na, geht's dir gut? Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen. Sind Sie schwer verletzt? Nein. Ich bin am Leben. Oh, oh, oder? Ist hinter ihm. Wer sind Sie? Ich bin von der Telefongesellschaft. Es hat eine Rückrufaktion gegeben. Was? Ich muss Ihr Telefon an mich nehmen. Ich verstehe nicht. Geben Sie mir das Handy, Francis. Das ist also Mortified Pinguin. Exzellentes Foto, Monsieur Coldbirth. Wir haben einen Treffer in der CIA-Datenbank. Norman Soth, US-Bürger. Was bedeutet der Code? Ist der Agent der CIA? Nein, es heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Wir können seinen Aufenthaltsort innerhalb einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Mach dich unsichtbar, Fischer. Cohen wartet draußen auf dich. Alles klar. Was ist klar? Gibt es außer der Tür und der Lüftung noch einen Weg nach draußen? Glauben Sie, ich wäre noch hier, wenn es gäbe? Oh, fuck. Du solltest lieber auch hier verschwinden, ne? TNT und so. Das ist sicher kein gutes, klick, geh da hoch, Sam, schnell. Schnell, noch 45 Sekunden. Bomben, ich hasse Bomben und Dynamit und Sprengstoff. Und Lüftungsschächte, die kalt sind. Was ist los? Egal, mir kann das jetzt egal sein, ich bin ja eh tot. Von mir aus kann die Welt untergehen, wenn ich tot bin. Wir haben einen Treffer in der CIA-Datenbank. Ja, kann ich das jetzt nicht irgendwie überspringen? US-Bürger. Was bedeutet der Code? Ist der Agent des... Ich überspringe den Scheiß. Das heißt, Sie wissen es nicht. Ich lasse ihn durch Echelon laufen. Wir können seinen Aufenthaltsort innerhalb einer Stunde ermitteln. Gute Arbeit. Mach dich unsichtbar, Fischer. Cohen wartet draußen auf dich. Alles klar. Was ist klar? Okay, nur mit anquatschen. Gibt es außer der Tür und der Lüftung noch einen Weg nach draußen? Glauben Sie, ich wäre noch hier, wenn es so etwas gäbe? Die Pumpe macht mir echt Angst. So, jetzt schnell. Schnell, Sam. Mach hin. Ich muss den retten. Wenn die Bomben scharf machen, dann stirbt er. Ich will nicht zurückbleiben. Hä? Schieß bloß nicht auf das TNT. So, ich hab den Arsch gerettet. Auf meine Kosten. Dann geht es nicht weiter. Ich verstehe gar nichts mehr. Aber ich verstehe jetzt eins nur noch, dass wir jetzt hier ans Medikit rangehen. Wie Schloss klemmt. Ganz. Wir können jetzt nicht mehr ans Medikit ran, das ist müde super. Aber wir können jetzt wahrscheinlich wieder raus, habe ich so das Gefühl. Hä? Das TNT ist weg. Lustig. Hey, ich kann die Tür nicht öffnen. Warum geht das nicht? Wie sind Sie hier gelandet? Wer sind Sie? Sie sind nicht von der Telefongesellschaft. Ich bin Pinguinjäger. Woher wussten Sie, wen Sie fotografieren müssen? Ich habe gehört, wie seine Leute ihn Boss nannten. Er war es, der die anderen getötet hat. Die Araber wollten die Gefangenen nur fesseln, aber er wollte keine Zeugen. Ich dachte, ich könnte aus dem Verborgenen ein Foto machen. Leider hat mein Handy dabei gepiepst. Hier war der einzige Ort, an dem ich mich verstecken konnte. Jetzt warten wir zusammen, oder? Ich kann nicht bis zum Morgen bleiben. Ich nehme an, Sie verwandeln sich jetzt in einen Eisbären. Sie haben es erfasst. Ein Eisbär, der für eine Telefongesellschaft Pinguine jagt?
Jetzt werden Sie albern. Sie suchen sich besser ein gutes Versteck. Oh nein, bitte. Ich möchte nicht sterben. Oh nein, bitte. Ich möchte nicht sterben. Ich schon. wo geht's jetzt hier weiter? Denk nach, Kevin, denk nach. Zurück können wir nicht. Die Feinde haben wir ja schon alle abgeknallt. Ich wette, es ist doch falsch, dass wir die abgeknallt haben und wir müssen jetzt alles wieder neu machen. Habe ich so ein Gefühl. Okay, wir können noch nicht nach vorne, da ist dieser Ventilator-Dingens. Wenn wir es aber schaffen, diesen Ventilator-Dingens auszuschalten, müsste es gehen. Aber wie schalten wir den aus? Hier gibt es nichts zum Ausschalten. Sondern nur so eine Maschine, wo drauf steht MVE. Und noch so ein Dingsbums halt, ne? Vielleicht ist da, vielleicht müssen wir nochmal zurück und dort irgendwie in diesem Raum hier was ausschalten. Hier ist nichts. Ist auch nichts, hier ist auch nichts. Zurück können wir nicht. Wir sind quasi eingesperrt, solange wir nicht weiterkommen. Wisst ihr was? Ich mache hier jetzt eine Aufnahmepause. Und dann geht's gleich weiter. Also bis gleich. Ciao. Wieder da. Und es geht weiter. Ich habe jetzt glaube ich eine Vermutung, wie es weitergeht. Ich habe mir während der Aufnahmepause ein bisschen Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte. Und zwar vermute ich jetzt mal, dass wir jetzt keinen Schaden bekommen, wenn wir hier mal durch das Gas gehen. Optimus. Okay, und meine Hoffnungen lösen sich in Rauch auf. Wie machen wir das jetzt? Ich muss die Sache wohl doch genauer erkunden. Aber falls ich nicht drauf komme, schaue ich wie immer auf YouTube nach. So, mal schauen. Ich vermute, dass hier irgendwas sein könnte, wie es weitergeht. Aber bis auf diese Käfige hier und den ganzen Scheiß ist hier nichts da. Da muss ich mal die Pläne mal durchgehen. Ach, das ist das Periodensystem, okay. Was ist das? Sicherheitshinweise wahrscheinlich, wieder Periodensystem. Ich würde mal sagen, ich gehe zu den Typen hin. Vielleicht finden wir da was. Wir dürfen nicht mehr entdeckt werden, wir haben jetzt 2 von 3. So, ich schaue es mir mal an. Was passiert, wenn ich darauf schieße? Gar nichts, okay. Ich habe das Gefühl, dieses Ding hat doch irgendwas mit dem zu tun, wie es weitergeht, oder? Ich habe auch irgendwie jetzt einen Plan. Und zwar glaube ich, aber das wäre eine fiese Vorgehensweise. Und zwar glaube ich, dass wir diesen Typen hier in die Luft jagen müssen. Hä? Oh, jetzt haben wir ihn getötet. Naja. Okay, ich mach's jetzt so, ich schmeiß die Granate jetzt auf. Kiste und es funktioniert. Hä? Nicht. Ich wollte schon nichts sagen. Ist es jetzt offen irgendwie? Hä? Warum ist das... Hä? Ich krieg die Tür nicht auf. Ich habe so einen Verdacht. Und zwar, glaube ich, wir hätten die da unten gar nicht killen müssen. Moment, vielleicht können wir hier diese... So vielleicht? Ist es jetzt offen? Ah, jetzt haben wir zwar ein bisschen Damage bekommen, aber das macht nichts. Das war eine reizende Art, Kolbeuf zu danken. Höre ich da Ironie in der Stimme? Er musste nicht sterben. Na gut. Nächstes Mal werde ich ihn nicht töten. Wenn du wieder in den Staaten bist, unterziehe ich dich einem Psychotest. Finde Kohn und verschwinde dort. Ja. So, das war's auch schon.
Sonnenlinien und Tiefstemperaturen Technik Paris, erfahren wir euch 30. März 2006, 5.23 Uhr. Durch ein sichergestelltes Foto von Mortified Pinguin konnte eine Übereinstimmung mit Norman South, einem von der CIA ausgebildeten Agenten, festgestellt werden. Ekelon ist nicht in der Lage, Feststellungen, ob South was nach wie vor für die CIA arbeitet. Grimmsortier ist ja es jedoch gelungen, ihn bis zu einem Schnellzug in Richtung Nizza zu verfolgen. South reist unter dem Decknamen Jonathan Poindexter